Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Variomatic-Gewichte bzw. Variomatic-Rollen an eurem Viertakt-China-Roller mit 139 QMB-Motor tauschen könnt. Warum tauscht man überhaupt die Variomatic-Gewichte? Nun ja, das sind Verschleißteile, die eben mit der Zeit verschleißen. Das merkt man an geringerer Leistung als gewöhnlich, schlechterer Beschleunigung als sonst und eventuell ruckartigem Beschleunigen. Oder dass ihr mal wie gewohnt fahren könnt und dann mal wieder nur bis maximal 30 oder 40, wobei der Rest eures Rollers in Ordnung ist. Soll heißen, er startet normal im Stand und das Anfahren klappt an sich auch problemlos. Mit Sicherheit kann man allerdings sagen, ob die Variogewichte verschlissen sind oder nicht, wenn man sich diese im ausgebauten Zustand einmal anschaut. In dem hier gezeigten Bild bzw. in der hier gezeigten Grafik zeige ich euch, wie verschlissene Variomatikgewichte aussehen. Denn sie sind nicht mehr rund. Ich habe es grafisch gezeigt, um ein etwaiges Copyright zu umgehen. Zu sehen, dass die schwarze Lauffläche hier an einer Stelle abgeflacht ist, als sei es abgeschliffen worden. Das Goldene im Bild sei die Metallhülse im Variomatic-Gewicht. Oder ihr möchtet eure Variomatic einfach nur abstimmen, indem ihr leichtere oder schwerere Gewichte verbaut, um das Schaltverhalten zu verändern. Und genau das mache ich heute. Ich habe mir ein Abstimmset gekauft, das zu meinen bereits verbauten Gewichten passt. Verbaut waren bei mir 6,5 Gramm Gewichte, deswegen geht bei mir das Abstimmset hier von 5 bis 6 Gramm in 0,3 bis 0,2 Gramm Schritten, da ich mit der Beschleunigung nicht so zufrieden war. Für dieses Projekt braucht ihr natürlich Variomatic-Gewichte. Ich habe hier ein Abstimmset gekauft. Dann braucht ihr eine Achternuss zum Öffnen des Variodeckels. Ich benutze hier einen Akkuschrauber mit Achternuss dran befestigt. Des Weiteren braucht ihr zum Lösen der Mutter, die Steigscheibe und Variomatic auf der Welle hält, ein Blockierwerkzeug mitsamt einer 17er Nuss oder wie ich hier einen Schlagschrauber. Zur Sicherheit verwende ich zudem mittelstarke Schraubensicherung, damit die Mutter ja nicht während der Fahrt abhaut, wie es mir leider einmal passiert ist. Dann sehen wir uns gleich an der Variomatic wieder. Jetzt werde ich die Schrauben lösen. Das sind die hier gezeigten Schrauben rundherum um die Variomatic. Und diese hier oben ist länger als die anderen, alle anderen sind gleich lang. Zu lösen braucht ihr wirklich nur die Schrauben, die am Variodeckel sind, die hier zum Beispiel, und die hier in silbernem Metall eingeschraubte und die anderen auch, die bleiben. Ich löse also mal kurz alle Schrauben, bis gleich. Die Schrauben sind gelöst, ich packe sie hier mal an die Seite, damit ich sie auf keinen Fall verlieren kann. Jetzt kann man den Deckel mit Hilfe des Kickstarters und ein bisschen Wackeln lösen und entfernen. So. Na, geht doch. So schaut das Ganze jetzt aus. Das hier ist die Kupplungsglocke, die dann im Endeffekt das Rad antreibt. Hier drin ist dann die Kupplung. Das hier ist der Riemen, der Keilriemen. Und das hier ist die Steigscheibe und die Mutter, die wir lösen müssen. Es ist eine 17er Nuss. Ihr bräuchtet hier, wie gesagt, das Blockierwerkzeug, das dich an diesen Ritzeln festhält und da hinkommt. Oder wie in meinem Fall einen Schlagschrauber. Der Anlasserfreilauf darf nicht verloren gehen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ich hole jetzt mal kurz den Schlagschrauber und dann geht's weiter. Jetzt gehen wir auf die Mutter drauf und lösen diese vorsichtig ab. Geht dabei komplett drauf. So, ab ist die Mutter. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, in welcher Reihenfolge ihr diese Sachen hier rausnimmt. In meinem Fall ist das Unterlegscheibe, Lüfter und Steigscheibe. Jetzt können wir den Riemen runternehmen. Und hier ist das Objekt unserer Begierde, die Variomatic. Die Hülse dürft ihr natürlich auch nicht verlieren, die ist sehr wichtig.
und hier drunter liegen die Variomatic-Rollen. Diese werde ich jetzt nehmen. Und gegen etwas leichtere tauschen. Ich komme mit den Rollen gleich wieder. Das waren die 6 Gramm Gewichte. Die Beschleunigung hat sich gegenüber den 6,5 Gramm Gewichten verbessert. Aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Deswegen werde ich jetzt mal die 5,5 Gramm Gewichte testen. Das sind in meinem Fall die Orangen. Dann nehmen wir alle 6. Und führen sie hier in diese Bahnen ein. Sollte eure Variomatic sehr stark verschmutzt sein, solltet ihr die reinigen. Ich habe sie letztes Mal schon gereinigt und es geht. Eigentlich in meinem Fall. Diese Gleitschuhe dürfen nicht fehlen. Und dann kommt der Deckel auch schon wieder drauf. Gut. Dann kommt natürlich die Hülse. Es ist egal, ob sie so rum drauf geht. Hauptsache, sie sitzt komplett drin. Hinten festhalten, dass die Rollen nicht rausfallen und wieder reinschieben. Bis zum geht nicht mehr. So. Der Riemen wird jetzt etwas schwieriger reinzukriegen sein. Ein Tipp, drückt hier fest zusammen. Ein bisschen fester. So, und schon kann man es, weil dann öffnet sich hier diese Seite mit der Gegendruckfeder. Und dann kommt auch schon wieder die Steigscheibe drauf. Dann machen wir es mal so. Der Lüfter mit drauf. So, auf diese Mutter gebe ich jetzt einen kleinen Tropfen Schraubensicherung, damit die sich während der Fahrt nicht durch Vibration oder durch die Umdrehungszahl löst. Das ist mir leider schon mal passiert, dann hat sich die Scheibe hier verabschiedet. Während der Fahrt ist es natürlich ganz blöd. Ja, bis gleich. So, jetzt gebe ich einen ganz kleinen Schraubensicherung. Da ist sie. Und dann gebe ich dem Ganzen mit dem Schlagschrauber 2 Schläge mehr nicht. Da gehören 50 Newtonmeter drauf. So. Jetzt warte ich eine kurze Zeit, bis die Schraubensicherung getrocknet ist. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. So, die Zeit ist vergangen. Die Schraubensicherung ist trocken und wir sind soweit hier fertig. Alles sitzt. Wir packen jetzt den Deckel wieder drauf. Achtet wirklich dabei darauf, dass das Ding hier hinten sitzt und nicht diese Ritzel hier berührt. Mir fehlt übrigens die Variomatic-Dichtung, weil ich sie jetzt zum Abstimmen häufiger mal abnehmen muss. Sobald ich mit dem Abstimmen fertig bin, kaufe ich mir natürlich eine Dichtung und packe sie hier schön drauf. Deckel sitzt. Wie gesagt, noch einmal die leicht längere Schraube. Die hier kommt hier oben hin. Die anderen könnt ihr euch aussuchen. Festgezogen werden sollte das Ganze so mit rund 9 bis 10 Newtonmetern. Also nicht zu fest anziehen. So, die Schrauben sind fest. Ein kleiner Funktionstest, bevor wir jetzt losfahren können. Ich starte mal den Roller.
das Thema natürlich auch erledigt. Gute Fahrt. Und falls ihr euch das Video gefallen hat, würde ich mich immer Daumen hoch freuen. Oben rechts verlinke ich jetzt mein letztes Video, da habe ich das Getriebeöl gewechselt. Würde ich euch wärmstens empfehlen, das auch zu schauen. Und falls ihr euch mehr Videos wünscht und konstruktive Kritik für mich habt, gerne damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.